Ja, herzlich willkommen bei der Unreal Engineer Tutorials und vielleicht hast du es ja auch schon mal gesehen, die Fehlermeldung Warning, Low Drive Space oder du hast dich vielleicht gewundert, warum auf einmal die C-Festplatte voll wird oder ähnliches und dem gehen wir jetzt nach. Ja, und einen großen Hinweis siehst du ja jetzt schon. Hier unten unter This Project Directory steht schon C Users, dann kommt dein Computername, mein Tower heißt hier Tower. Und dann halt App Data, Local, Unreal Engine und dann halt irgendeine Unreal Engine Version. Ja, und da bin ich jetzt auch einmal hingegangen, einfach im Windows Explorer, habe ich das einfach eingetippt. Du kannst den Weg auch normal gehen. App Data könnte bei dir versteckt sein, das müsstest du dann einmal sichtbar machen. Aber wie gesagt, kannst du auch einfach so eingeben, mit deinem Usernamen natürlich. Und hier habe ich zum ersten Mal, als ich hier war, festgestellt, dass hier allen möglicher Kram drin war. Also Versionen, die ich schon seit 200 Jahren nicht mehr benutze und irgendwelche Bilder waren da drin. Also super viel alter Kram und eben auch dann natürlich meine aktuelle Version. Also hier siehst du ja unten, habe ich die 5.3.2er im Einsatz, also steht hier die 5.3er. Und dann habe ich mich gefragt, brauche ich denn die 5.1 und so weiter, die hier noch drin waren. Also wie gesagt, hier war alles voll. Brauche ich das überhaupt noch? Habe kurz recherchiert und nein, braucht man nicht mehr. Und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man kann das meiste hier einfach löschen. Es geht gleich noch um den DDC. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, das verlinke ich dir jetzt oben rechts. Den Derived Data Cache und der macht schon das meiste aus. Damit du mal siehst, wie viel so hier in dieser Version drin ist, also zusätzlich zu deiner normalen Installation unter App Data Local Unreal Engine und dann die Version, habe ich dir das rechts auch nochmal aufgeschlüsselt. Hier sind es jetzt 5,45 GB. Wenn du die so nutzt, dann ist es auch absolut okay. Also kein Grund, jetzt hier irgendwas zu löschen. Aber wenn du hier natürlich Engine-Versionen drin hast, die du nicht mehr brauchst, wie ich zum Beispiel 5.0, 5.1 und so weiter, ich glaube, da waren insgesamt mit der 4.27 hier ist jetzt nichts mehr drin, nur noch irgendwie, ich glaube, das war irgendwie fast gar nichts mehr. Ich gucke mal eben ganz kurz rein. Hier 25 Bytes, also hier ist nichts mehr drin. Als ich hier das erste Mal drin war, war das auch ähnlich groß. Das heißt, hier kann man schon jede Menge Gigabyte sparen. Wenn du hier eine Engine-Version nicht nutzt, dann kann die auf jeden Fall hier raus. Das zweite ist hier unter Common zu finden und das ist der eben erwähnte Derived Data Cache. Auch hier kann unendlich viel alter Kram drin sein, den du schon Jahrhunderte nicht mehr brauchst. Wenn du unsicher bist, dann kannst du auf jeden Fall den DDC-Ordner löschen, denn im Zweifel werden alle Daten, die hier drin sind, einfach neu erstellt. Das heißt, im Worst-Case-Szenario, wenn du irgendwas gelöscht hast, was du nochmal brauchst, dann musst du einfach warten, wenn du das nächste Mal die Engine startest, also Compiling-Shaders und so weiter, das kennst du ja alles. Das heißt, der nächste Start der Engine-Version wird einfach länger dauern. Das heißt, er compilt dann alles neu und richtet sich auch hier wieder alles neu ein, so wie er es halt braucht. Und ja, das ist dann halt der Worst Case, ne? Dass du beim nächsten Start ein bisschen länger warten musst. Noch eine kleine Side Note. Grundsätzlich, wenn Shader im Hintergrund kompiliert werden, dann kann das schon mal so aussehen, als ob einfach gar nichts mehr passiert. Das heißt, ob du jetzt die Engine startest und der unfassbar lang braucht oder ein neues riesiges Level von deinem neuesten Asset Pack zum Beispiel, was du runtergeladen hast, dann kann es sein, dass du beim ersten Level Start zum Beispiel das Gefühl hast, dass einfach gar nichts mehr passiert und dass das Asset Pack zum Beispiel kaputt ist und so weiter. Das ging mir am Anfang auch nicht anders. Da kommt dann einfach nichts mehr und man hat dann auch vielleicht nicht die Erfahrung zu prüfen, wo jetzt gerade die Computerleistung hingeht und so weiter. Aber vertrau mir, lass es einfach laufen. Zur Not mach dir einen Kaffee oder lauf eine Runde um den Block. Irgendwann ist das Ding fertig und dann kannst du auch künftig ganz normal mit dem Level oder mit der Engine-Version arbeiten. Wenn du dazu eine Frage hast, dann hau mich natürlich sehr gerne auf meinem Discord-Server an. Der Link ist in der Videobeschreibung und natürlich in den Kommentaren einmal verlinkt unter Community. Und wenn du dich damit einmal kurz beschäftigt hast, sollte hier schon alles good to go sein. Es kann natürlich auch sein, dass Musik oder andere Dinge auf deinem Computer bzw. auf der C-Festplatte dafür sorgen, dass hier nicht mehr genug Platz ist. Aber ich gehe davon aus, dass du an dem Punkt schon dafür gesorgt hast, dass genug Platz da war und dir die Frage gestellt hast, wo zum Teufel kommt der Platz her? Und ja, das haben wir jetzt zum Thema Unreal Engine hier auch geklärt. Wenn dich der Derived Data Cache, kurz DDC, interessiert, habe ich ja wie gesagt da auch ein Video zu gemacht. Schau dir das kurz an. Da habe ich dann auch erklärt, wo man den Derived Data Cache Pfad ändern kann in der Unreal Engine, also pro Projekt. Und es gibt auch eine Shared DDC, zum Beispiel, wenn du mit Kollegen am Projekt arbeitest, damit nicht jeder immer wieder neu compilen muss. Und noch ein paar Tipps und Tricks zum Thema. So, der Epic Games Launcher ist natürlich nicht umsonst auf. Jetzt gibt es noch ein paar kleine Tipps und Tricks. Einmal mit der Engine-Version natürlich. Wenn du eine Engine-Version gar nicht mehr brauchst, dann kannst du sie hier auch einfach rauslöschen. Solltest du sie wieder brauchen, einfach hier hinzufügen. Kennst du sicherlich ja schon. Projekte migrieren, exportieren, speichern, packen und so weiter habe ich auch schon Tutorials zugemacht, falls dich das interessiert. Das heißt, hier natürlich auch eine ganz einfache Möglichkeit, Ballast loszuwerden, den man nicht mehr braucht oder halt in der nächsten Zeit nicht mehr braucht. Und auch ganz, 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 ganz wichtig, der Tresor hier unten. Ich habe das extra mal ein bisschen gefiltert, weil hier habe ich zum Beispiel das Controller Icon Pack V3 benutzt. Ich glaube, in dem Asset Pack Testprojekt hier einfach.
um es mir anzuschauen. Und auch hier steht ja im Tresor, dass ich eine bestimmte Anzahl von Projekten schon benutze, zumindest Speicherplatz verbrauche. Und hier will ich jetzt auf den Vault Cache hinaus, denn du siehst ja hier im Controller Icon Pack V3, dass die Cache-Größe gerade 31,2 MB ist. Das ist erstmal okay, aber wenn wir jetzt hier in das CleanFlat GUI Elements reinschauen, dann haben wir ja schon ein bisschen mehr. Wenn das jetzt Musik ist oder irgendwas anderes, dann kann das auch wesentlich mehr sein und das addet auf jeden Fall ab, wie du siehst. Und selbst wenn du ein Asset Pack gar nicht mehr benutzt oder sogar das Projekt gelöscht hast eigentlich, wo es drin war, dann möchte man ja meinen, okay, dann ist ja alles andere auch weg. Dann hast du es trotzdem runtergeladen. Das heißt, es gibt einen Ort auf deiner Festplatte, wo alles, was du runtergeladen hast an Asset Packs, einfach bleibt, unabhängig von deinen Projekten. Und diesen Ort zeige ich dir jetzt auch kurz unter Einstellungen, also hier im Launcher. Einstellungen ein bisschen weiter runter, dann finden wir hier Speicherort für Depot-Cache ändern, einmal draufklicken und das ist er hier. Ich habe den jetzt schon geändert, das kannst du auch jederzeit machen. Beachte natürlich, dass das, was du dann brauchst, dann nochmal zusätzlich runtergeladen wird beim nächsten Mal. Aber ich halte das für eine sehr gute Idee, das von C wegzubekommen, weil auch hier ist standardmäßig C. Ich glaube, App nicht AppData, ich weiß es gar nicht mehr. War auf jeden Fall C und das möchte ich halt auch nicht auf meiner SSD haben, ist ja klar. Deswegen habe ich mir eine externe Festplatte geholt, habe da alles draufgeballert und vom Ablauf her ist es jetzt so, ich kaufe mir ein Asset-Pack. Dann setze ich das Asset Pack zum ersten Mal ein, also das heißt, ich füge es einem Projekt hinzu, dann wird es heruntergeladen in den Vault Cache und in Zukunft muss ich es mir dann nicht mehr runterladen, sondern kann das ganz easy, schnell 1000 Projekten halt hinzufügen und auch dann in den Projekten wieder löschen und so weiter. Und es wartet halt so lange im Vault Cache, bis du es wieder löscht. Jetzt kannst du es natürlich so machen wie ich, denken, okay, wie viele Jahrhunderte habe ich jetzt hier schon Packs runtergeladen und brauche ich die überhaupt? Also machen wir einen Clean Sweep und löschen den einfach komplett, legen einen neuen Ordner an und laden einfach alles runter, was wir gerade brauchen. Und setze somit halt nur das Aktuellste ein. Oder, ich gehe mal eben auf Abbrechen, du gehst hier wieder zurück und prüfst halt, aha, okay, das Controller Icon Pack, das brauche ich jetzt nicht mehr, das wollte ich mir nochmal ganz kurz anschauen. Und du siehst ja, okay, das habe ich auch irgendwo benutzt in irgendeinem Projekt. Und diese 31,2 MB, die will ich mir jetzt sparen. Also kann ich nur dieses Pack hier über das Dropdown-Menü einfach von meinem Vault Cache entfernen. Und so kannst du halt auch gezielt Speicherplatz freigeben. Und wie gesagt, wenn es Musik oder Sound ist oder ähnliches, dann können da schon mal ein paar Gigabyte sein. Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Ich hoffe natürlich, dass dir das Tutorial gefallen hat. Lass ein Like da, wenn ja, und natürlich ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn du Frage hast oder einfach mal über die Unreal Engine quatschen möchtest, bist du herzlich willkommen auf meinem Discord-Server. Und wenn du meine Arbeit hier unterstützen möchtest, dann ist die beste Möglichkeit, das über Patreon zu tun. Der Patreon-Link ist auch in der Videobeschreibung und natürlich in den Kommentaren. Ich bin für jeden einzelnen Euro sehr dankbar und mein Ziel ist es, irgendwann hauptberuflich für die Community da zu sein. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem aktuellen Projekt und wir sehen uns im nächsten Video. Unreal Engineer, out.